Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Hinterm Horizont. Ja, ihr wollt vielleicht das Spiel gerade neu beginnen oder aber ihr habt die ein oder andere Sache, mit der ihr nicht so ganz klarkommt, dann seid ihr hier genau richtig, denn das hier ist ein Tutorial, ein kleiner Guide, ja, was man alles machen kann, was man dafür benötigt. Einige Tipps, die ich euch noch geben kann, damit ihr einen sehr, sehr guten Start hinlegt und nicht von Anfang an frustriert seid. Im Spiel hat sich sehr, sehr viel getan die letzten Tage und es wird auch ständig verbessert und aktualisiert. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr das Spiel spielen wollt. Und allen anderen, die das Spiel schon gekauft haben, für die machen wir jetzt gleich den Guide. Fangen wir mit dem Grundlegenden an. Wenn ihr gerade ins Spiel reingeht, und das sieht man oben schon sehr schön, dann gibt es natürlich spezielle Tasten, die ihr euch auf jeden Fall ansehen solltet. Und zwar ist das F1 beispielsweise. Da seht ihr nämlich jederzeit eine Anleitung, was ihr alles machen könnt und wie ihr das Ganze machen könnt. Controller-Unterstützung, das sind halt so die Sachen, wenn man da noch mal ein paar Sachen nachgucken will, welche Buchstaben man drücken muss, um spezielle Sachen auszulösen, wie zum Beispiel die Karte zu öffnen, zu kochen, etwas zu mischen, also sprich Zauber zu mischen, zu bauen und so weiter und so fort. Ganz wichtig auch das Questjournal, da kommen wir gleich noch mal hinzu. Ich möchte euch allerdings noch mal eben die Taste F5 ans Herz legen, und zwar ist das schnell speichern. Allerdings nur, wenn keine Feinde in der Nähe sind, sprich, wenn ihr nicht gerade in einer Höhle seid und von Feinden umringt seid. Und wenn ihr ganz schnell etwas laden wollt, also sprich den letzten Spielstand laden wollt, könnt ihr auch F10 drücken, wenn irgendwo, sage ich mal, was passiert ist, was nicht hätte passieren sollen. Mit Space könnt ihr springen zum Beispiel zweimal drücken, dann habt ihr einen Sprungboost, den müsst ihr allerdings erst erlernen. Und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch dann alles hier drin durchlesen. Hier gibt es auch schöne Anleitungen über den Rest des Spiels. Die Charakterwerte, Lebensessenz, Schöpferkraft, was das alles bedeutet, Magiepunkte, Bewusstsein und so weiter und so fort. Hier könnt ihr dann auch noch mal was zur Ausrüstung nachlesen. Zur Magie selbst, über die Werkzeuge, das ist sehr wichtig. Ihr habt nämlich im Spiel eine Axt, die ihr erhalten werdet, eine Spitzhacke. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, wo ihr die denn erhaltet und von wem. Dann könnt ihr euch eine Sichel sichern. Ihr erhaltet einen Erntekorb, ihr erhaltet eine Leiter, wo ihr dann von Bäumen zum Beispiel Obst pflücken könnt. Ihr erhaltet eine Hacke, eine Schaufel, ihr haltet, ich glaube, es waren zwei Käfige am Anfang, mehrere könnt ihr euch dann entsprechend kaufen, beziehungsweise einen Entwurf kaufen, um das Ganze selber zu machen. Dann gibt es noch die Teekanne, die Milchkanne, die ihr benötigt zum Melken von Kühen und Eseln. Da gilt übrigens, alles das Gleiche, nur gezähmte Tiere können gemolken werden mit der Milchkanne. Mann, dann gibt es noch die Schere, die könnt ihr auch nur bei gezähmten Tieren benutzen. Und mit der könnt ihr dann Schafe oder Hasen scheren, also die geben beide Wolle. Und es gibt noch den Wassereimer, der wird euer liebster Freund für eine ganze Weile werden, weil damit bewässert ihr eure Bodenfelder. Den könnt ihr dann entweder einem See oder ähnlichen, also an Wasser auffüllen, oder ihr könnt euch auch später einen Brunnen bauen und dementsprechend dann am Brunnen auffüllen. Dann gibt es unter anderem noch die Tierpfeife, die könnt ihr aber erst später käuflich erwerben, wenn ihr nach Waldheim kommt. Das dauert dann erstmal eine Weile. Und es gibt noch die Lama-Pfeife, die gibt es aber auch erst später. Ja, und den Rest, den könnt ihr euch gerne durchlesen. Die Lupe ist noch wichtig, weil da könnt ihr einige Informationen noch über die Felder bzw. über das, was da drauf wächst, ergattern. Dazu kommen wir dann allerdings auch nochmal später. Ich zeige euch nur kurz, was ihr hier alles sehen könnt. Die Waffen, da könnt ihr euch mal einen Überblick drüber verschaffen. Bezüglich der Einrichtung, was es für verschiedene Truhen gibt, Eingänge, Lichtquellen und so weiter und so fort.
was es mit dem Feuer auf sich hat, beispielsweise. Die Add-ons werden nochmal einzeln erwähnt. Ich will das jetzt nicht alles so im Einzelnen durchgehen, das würde jetzt zu lange dauern, aber da habt ihr auf jeden Fall einen richtig, richtig großen, ja, eine richtig große Anleitung, wo ihr nochmal so einiges nachlesen könnt. Also das ist schon mal mein erster Tipp. Schaut auf jeden Fall mal in die Anleitung nach, wenn ihr gerade frisch ins Spiel kommt, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch einfach drauf losspielen und dann einfach, wenn ihr Fragen habt oder Probleme habt, dann in die Anleitung schauen. Dann haben wir hier unten diesen, ja, ich sag jetzt mal Balken, also dieses Menü in Anführungszeichen. Da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die ihr beachten könnt. Und zwar, ich darf nicht zu weit drauf gehen, hier in der Mitte könnt ihr immer sehen, was ihr gerade für eine Jahreszeit habt. In dem Fall haben wir jetzt Sommer. Tag 0, weil ich habe jetzt extra noch mal ein neues Spiel gestartet. Und wir haben Montag. Das könnt ihr immer darin sehen. Dieser, ja, Berg, sage ich mal, da drüber, das ist die Uhrzeit. Die vergeht leider sehr, sehr schnell im Spiel. Das heißt, stellt euch darauf an, dass ihr zwischendurch auch immer mal wieder zurück müsst und schlafen gehen müsst. Da könnt ihr dann entsprechend auch einstellen, wie lange ihr schlafen wollt. Dazu kommen wir dann gleich auch noch mal. Das hier links, das kann man hier rechts jetzt auch schön sehen. Die Sonne zeigt die Lichtintensität auf dem Feld unter deinen Füßen an. Das wird erst interessant, wenn es darum geht, dass ihr später Nutzpflanzen auf eurem Feld bestellt oder ähnliches. Und hier rechts seht ihr dann nochmal die Temperatur von, ja, von da, wo ihr immer steht, wird das Ganze gerechnet. Hier ganz rechts, das ist die Feuchtigkeit, die im Boden ist. Da können wir jetzt am Anfang noch nichts sehen, aber im Laufe des Spiels werdet ihr dann eine Quest erhalten. Das wird noch passieren, bevor man euch auf Waldheim loslässt, sozusagen. Da könnt ihr dann hier was Blaues sehen und damit seht ihr dann, wie viel Wasser noch im Boden vorhanden ist. Genauso wie die linke Seite, das wird dann hier braun. Da könnt ihr dann später dann sehen, wie viele Nährstoffe noch im Boden sind. Das heißt, wenn da nur noch eins braun ist, das ist so ein helles Braun, glaube ich, dann könnt ihr schon mal darüber nachdenken, beziehungsweise dann könnt ihr schon mal ein bisschen Dünger herstellen. Das werdet ihr später auch noch herstellen können. Und dann könnt ihr entsprechend wieder Nährstoffe zurückholen, beziehungsweise zurück in den Boden geben. Hier unten rechts haben wir einen Pfeil, da können wir draufklicken. Das ist ganz wichtig, falls ihr mal die Shortcuts vergessen solltet. Ich kann euch das im Moment auch noch mal kurz sagen. Und zwar gibt es einmal J für das Tagebuch, das ist hier drin. Dann gibt es H für den Charakter, der ist auch hier drin. Dann gibt es B für das Baufenster, was auch hier drin ist. C, nicht Z, C ist der Zauber. Das ist allerdings noch nicht das Endgültige. Wenn ihr C drückt, dann geht dieses Menü hier auf. Und da haben wir jetzt im Moment natürlich noch nichts gelernt. Normalerweise gibt es Naturzauber, Elementzauber, Geistzauber, Defensivzauber und Wandelzauber. Das erste, was ihr erlernt, ist der Lichtzauber. Das ist von dem Herrn hier unten, der jetzt wieder reingeschlichen kommt ins Bild. Den könnt ihr hier drüber erstellen. Allerdings braucht ihr da ganz spezielle Zutaten für. Später im Laufe des Spiels könnt ihr euch dann einen Alchemietisch noch bauen. Aber das kommt erst, wenn ihr nach Waldheim gehen könnt. Ihr könnt außerdem entweder an einem Herd oder von unterwegs kochen. Ihr seht das schon hier drin. Ihr könnt aber auch einfach V drücken. Dann geht dieses Menü hier auf. Und da werdet ihr dann später so einiges, ja, gelernt haben an Rezepten, zum Beispiel Spiegeleier oder es waren Müsli-Riegel und so weiter gibt es noch. Die könnt ihr dann mit den entsprechenden Zutaten kochen, damit ihr ja entsprechend eure Werte wieder höher schrauben könnt. Und zwar ist das hier rechts dieses Grüne. Wenn ihr eure Werte wieder aufladen wollt, weil ihr müde geworden seid, dann könnt ihr ein Bett aufsuchen, rechte Maustaste drücken und dann könnt ihr euch eine Uhrzeit aussuchen. Es gilt immer die volle Stunde. Das heißt, wir haben jetzt aktuell 4 Uhr morgens. Wir könnten jetzt beispielsweise bis 6 Uhr morgens schlafen. Dann drücken wir einmal auf Schlafen und dann können wir das Ganze auch wieder zumachen.
In der Regel ist sie dann ausgeschlafen. Es kommt natürlich darauf an, wann ihr euch ins Bett legt. Wenn ihr euch jetzt erst um 4 Uhr hingelegt habt, das erste Mal, seid ihr natürlich nicht nach 2 Stunden ausgeschlafen. Da empfehle ich euch einfach einmal den Tag zu überspringen. Ihr habt im Laufe des Spiels die Möglichkeit, solche Truhen hier zu craften. Und zwar, diese hier ist jetzt schon ziemlich voll von Sachen, die man so unterwegs finden kann. Bei den Truhen muss ich Folgendes sagen. Und zwar kann man hier oben beispielsweise die Farbe einstellen. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich nehme jetzt eine grüne Truhe, da kommen jetzt alles Sachen rein, was weiß ich, von der Natur. Da kommen die ganzen Blumen rein oder beispielsweise auch hier solche Sachen. Das Heu, was ich unterwegs geerntet gefunden habe, wie auch immer. Die Pflanzenfasern, die weichen Pflanzenfasern, die Erde. Das schmeiße ich jetzt alles da rein, weil es Natur ist. Dann kann man das Ganze zum Beispiel grün machen oder beispielsweise, ich habe es so gemacht, alles, was ich aus den Dungeons rausgeholt habe, habe ich in eine rote Kiste gesteckt. Dementsprechend weiß ich immer, aha, rot, ne? Signalfarbe, gefährlich, da sind die Sachen drin, die man für einen Dungeon benutzt. Ihr solltet allerdings auch noch Folgendes wissen. Und zwar gibt es hier oben einmal diesen Button Stapel auffüllen. Wenn ihr, ich glaube, das geht aber nicht hier von der Schnellleiste aus, sondern nur, wenn ihr die Sachen hier im Inventar drin habt. Dazu kommen wir auch später nochmal, wie man das Ganze macht. Und zwar, wenn ihr, ich sag jetzt mal, hier unten Sachen drin habt, die ihr eigentlich oben drin habt. Ich stecke jetzt mal hier die Hälfte rein. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, wenn ihr einmal da drauf geht mit der linken Maustaste und dabei Alt gedrückt haltet, dann, Steuerung gedrückt haltet, Entschuldigung, dann nehmen wir einmal die Hälfte von dem Stapel raus. Ich tue das jetzt mal wieder rein. Und ihr könnt aber auch einmal Alt drücken, während ihr, also gedrückt halten, während ihr mit der linken Maustaste drauf drückt, dann nehmt ihr jeweils nur eine Sache davon raus. Und in dem Fall ist es jetzt so, wir haben jetzt ja 3 Stapel sozusagen von dem Holz. Dann gehen wir hier oben auf Stapel auffüllen und er setzt automatisch alles, was wir irgendwo hier drin haben, was in dieser Truhe hier drin ist, setzt er automatisch alles rein. Das ist eine wirklich gute Sache, die ich persönlich ständig vergesse, aber die ich euch wirklich nur ans Herz legen kann. Außerdem muss man zu den Truhen noch sagen, die sind sozusagen alle mit der Werkbank verknüpft. Das heißt, wenn wir jetzt zur Werkbank gehen, die kann man sich natürlich im Laufe der Geschichte auch bauen, auch innerhalb des Tutorials, dann könnten wir jetzt beispielsweise hier auf etwas Nützliches klicken. Ich sage jetzt mal, wir wollen den einfachen Weidezaun machen. Dann gehen wir auf Bauen und ihr seht schon, er hat jetzt automatisch das Holz genommen, was ich noch in der Truhe liegen hatte. Wenn ihr jetzt was gebaut habt, dann ist das hier grün, dann könnt ihr es einfach anklicken und bei euch entweder ins Inventar ziehen oder in die Schnellleiste, wenn ihr es direkt setzen wollt. Und ja, vorher sah es halt hier so ausgegraut aus und nicht so kräftig, sage ich mal, von den Farben her. Wenn das so kräftiger ist, dann habt ihr das Ganze schon gebaut. Eine weitere Grundlage, die auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Karte. Ihr könnt M drücken, damit ihr die Karte öffnet. Und ihr seht schon, ich habe natürlich noch nicht alles entdeckt, aber schon einiges erkundet. Die Insel hier links zum Beispiel bin ich einmal mehr oder weniger komplett abgelaufen. Und ihr könnt dann von da aus, wo ich jetzt bin, einmal hier rüberlaufen. Da befindet sich dann der Kian beispielsweise. Und hier oben befindet sich das Zuhause vom Wilfried. Wenn ihr nun die Quests soweit gemacht habt mit den beiden, dann erhaltet ihr hier einen Durchgang, könnt immer weiter nach rechts rübergehen und ihr seht schon, da ist eine ganze Stadt drin. Wichtig ist, das habt ihr gerade schon gesehen, ihr könnt mit dem Mausrad rein und raus zoomen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr nämlich reinzoomt, seht ihr direkt schon die Sachen, die ihr erkundet habt. Hier zum Beispiel ist das Haus von Hagen und Jack. Hier ist Alfreds Farmladen und hier ist das Haus zum Beispiel von Alfred und Magda. Und ihr seht hier auch die Leute drauflaufen. Ihr könnt natürlich jetzt nicht jeden kennen, dementsprechend könnt ihr dann noch näher ranzoomen. Ist ein bisschen schnell eingestellt bei mir. Und dann erscheinen hier auch die Namen von denjenigen, die ihr sucht.
Allerdings müsst ihr, glaube ich, einmal mit denen gesprochen haben, natürlich, damit ihr auch wisst, wer das überhaupt ist. Und die werden euch auch nicht angezeigt, wenn sie sich beispielsweise in den noch unentdeckten Gebieten hier oben befinden. Dann müsst ihr leider, ja, extra nochmal hinlaufen und dementsprechend dann suchen, wo die Leute sind. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz große Erleichterung, dass ihr dann einfach reinzoomen müsst und sagen könnt, okay, Lena und Lisa, die befinden sich jetzt gerade hier in diesem großen Haus neben dem Haus von Tim. Das ist jetzt deren Zuhause, das weiß ich zufälligerweise. Und auch wenn ihr irgendwas sucht, ihr wollt jetzt ins Restaurant gehen, weil sich da die Leute gerade aufhalten von der Uhrzeit her. Oder ihr wollt beispielsweise zum Lebensmittelladen von Emma gehen, dann wisst ihr genau, wo das ist. Eine Sache gibt es noch zu sagen, und zwar, wenn ihr einen Rechtsklick mit der Maus macht, dann könnt ihr euch hier eine Markierung machen. Allerdings gibt es leider keine Möglichkeit, hier nach der Markierung zu suchen. Also, dass es hier ja, einen kleinen Hinweis gibt, müsst ihr nach oben laufen oder nach rechts oder nach unten. Das gibt es leider nicht. Da müsstet ihr dann zwischendurch nochmal auf die Karte gehen und euren Weg dementsprechend abstimmen. Zu der Karte gibt es übrigens noch eine Sache, die allerdings eng verbunden ist mit dem Tagebuch. Und zwar habt ihr im Tagebuch, wenn ihr J drückt oder hier rechts auf den Pfeil drückt und dann auf Tagebuch, das könnt ihr auch machen, dann habt ihr die Wahl zwischen den Hauptquests, die ihr machen könnt, den Nebenquests, die ihr euch alle hier reinholen könnt. Und dann gibt es noch so spezielle Hinweise, in diesem Fall jetzt Alchemieausrüstung, da müssen wir das Material für besorgen. Ihr könnt auch Geschenke an jemanden geben. Hier in dem Fall mag der Alfred zum Beispiel Kornriegel mit Blaubeeren sehr gerne. Das heißt, da freut er sich sehr drüber. Und hier unter Bücher könnt ihr dann alles, was ihr so eingesammelt habt, nochmal nachlesen. Beispielsweise Wissenswertes über Pflanzen, in diesem Fall Fenchel. Und dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen, was dann da drin steht. Wenn ihr eine Quest habt und da nochmal extra reinklickt, dann seht ihr hier oben dieses kleine Viereck. Dann, wenn ihr da drauf geht, steht hier auch, schaltet die Quest aktiv. Im Prinzip ist sie immer aktiv. Das heißt, ihr könnt immer, wenn ihr beispielsweise die Sachen geholt habt, die derjenige braucht oder was hergestellt hat, was derjenige braucht, könnt ihr immer hingehen und mit demjenigen sprechen. Hier ist es so, dass ihr einmal mit der linken Maustaste draufdrücken könnt und dann habt ihr hier oben einen Stern drin. Wenn ihr zurückgeht, dann seht ihr diesen Stern auch nochmal. Ich würde jetzt aber hiermit, das ist vielleicht ein besseres Beispiel, das mal eben zeigen. Und zwar, wenn ihr dann auf die Karte geht und euch also die Karte so ein bisschen anschaut, dann ist es so, dass ihr hier beispielsweise ein grünes Fähnchen habt. Wenn ihr dieses Fähnchen hier habt und ihr geht dann aus der Karte raus und seid ja, bewegt euch ein bisschen, ihr müsst gar nicht so nah dran sein. Dann seht ihr hier unten schon die Richtung, in die ihr euch bewegen müsst, wird dann angezeigt. Das heißt, ihr könnt dann immer weiter nach rechts gehen und wenn das jetzt hier beispielsweise hier unten wäre, dann müsstet ihr nach unten gehen, dann würde der Pfeil jetzt nach unten gehen. Wenn hier allerdings ein Sternchen drin steht, das passiert auch schon mal, dann habt ihr zum Beispiel einen bestimmten Bereich entdeckt, wo ihr diese Aufgabe erfüllen sollt. Beispielsweise im Tutorial ist es so, dass euch der Förster, also Wilfried, sagt, dass ihr bestimmte Bäume abholzen sollt für ihn. Und da müsst ihr zu einem gewissen Gebiet gehen, da müsst ihr erstmal hier diesem Pfeil folgen, wird natürlich auch auf der Karte markiert. Und dementsprechend, wenn ihr in einem Gebiet seid, ich sag jetzt mal, das sind genau diese Bäume hier und ihr seid jetzt hier genau in dem Gebiet drin, dann würde jetzt hier ein Sternchen kommen und anzeigen, ja, du bist in dem Gebiet drin, hier kannst du die Bäume wirklich ja, abholzen. Ihr bekommt im Laufe der Zeit einen Rucksack. Und zwar wird das Ganze dann so wie hier aussehen. Ihr habt dann eine Reihe mehr frei, wo ihr die ganzen Sachen reintun könnt. Ich kann euch nur empfehlen, sobald es euch möglich ist und ihr euch das auch finanziell leisten könnt, holt euch auf jeden Fall mehr Platz, gerade auch wenn ihr in Höhlen geht.
ist das schon sehr, sehr wichtig, sodass ihr da auch viel mitnehmen könnt, zum Beispiel an Nahrung, aber auch natürlich viel mitnehmen könnt, was ihr dann dort gefunden habt, weil es da auch unterschiedliche Steine gibt und so weiter und die natürlich jedes Mal einen neuen Platz belegen. Nun fragt ihr euch natürlich, wie bekomme ich diesen Rucksack überhaupt, ja, so dass ich das jetzt hier nutzen kann? Für mich war es tatsächlich ein Problem anfangs. Ihr müsst einfach H drücken in diesem Fall. Das ist das Charaktermenü. Und da seht ihr schon hier oben die Umhängetasche. Ich werde sie jetzt nicht rausnehmen, weil ich nicht weiß, ob die Sachen dann einfach so auf den Boden gelegt werden oder so. Aber da müsst ihr dann den Rucksack, den oder beziehungsweise die Umhängetasche, die ihr im Laufe des Tutorials erhaltet, einfach reinziehen. Ich sage jetzt mal von hier unten aus, dann einfach hier oben reinziehen. Und dann habt ihr dementsprechend hier eine neue Reihe freigeschaltet. Kommen wir nun zur Landwirtschaft sozusagen, zu euren Feldern. Und zwar gibt es dafür spezielle Werkzeuge. Ihr habt einmal hier diese Hake, dann habt ihr einmal die Wassereimer, die werdet ihr im Laufe der Quests noch erhalten. Ihr habt einmal hier die Erntesichel, einmal den Erntekorb und einmal die Ernteleiter, mit der ihr ja alles Sachen sammeln könnt im Endeffekt. Im Laufe der Zeit werdet ihr auch noch Samen entweder bekommen. Am Anfang bekommt ihr hin und wieder doch schon so einiges. Oder eben ihr müsst es euch teuer erkaufen. Dazu müsst ihr natürlich dann auch entsprechend noch Geld machen. Dazu werde ich noch meinen eigenen kleinen Guide machen, was man am besten kocht, was ihr dafür braucht und so weiter. Als erstes werdet ihr nämlich hier diese Kartoffeln bekommen im Laufe der Questreihe und die Hühnereier werdet ihr ebenfalls erhalten. Außerdem, ich hätte es fast vergessen, gibt es noch die Lupe, die ziehe ich mal eben rein und ihr habt noch Käfige. Hier steht zum Transport von Kleintieren, funktioniert nicht mit Haustieren. Das hat den folgenden Hintergrund, dass ihr zum Beispiel in diesen Käfigen die Mäuse einfangen könnt, die euch unterwegs so begegnen können, aber eben auch ja, zum Beispiel eure Hühner transportieren können von der Größe her. Wenn ihr allerdings Tiere kauft, leider sind die sehr teuer, aber wenn ihr Tiere kauft, dann werdet ihr diese auch in solchen Käfigen quasi erhalten und könnt die sozusagen bei euch da, wo ihr euren Stall und so weiter aufgebaut habt, wieder entpacken in Anführungszeichen. Das sind dann andere Käfige, wo die mit transportiert werden. Ja, zu den Erntewerkzeugen gibt es so einiges im Endeffekt zu sagen. Und zwar, ihr braucht hier diese Ernteleiter, braucht ihr nur bei Bäumen. Da könnt ihr diese dann benutzen, um die Früchte, zum Beispiel Äpfel, also das wäre dann wiederum Obst, von den Bäumen zu ernten. Aber ihr könnt natürlich auch selber etwas anbauen. Zum einen könnt ihr auch Bäume und so weiter anbauen, wenn ihr nach Waldheim kommt. Wir können uns das Ganze hier zum Beispiel mal angucken mit der Lupe. Und da komme ich dann auch schon mal zum, ja, dazu, was man mit der Lupe machen kann. Da könnt ihr euch beispielsweise anschauen, was gerade, ja, dort wächst, wo ihr gerade draufsteht, was ihr angepflanzt habt und so weiter. Und wie der Boden sozusagen beschaffen ist. In diesem Fall ist es eine saftige Wiese, also Heu, was noch am Wachsen ist. Und ein Mangobaum ist gerade hier drauf am Wachsen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel hingehen, da kann man dann schön sehen, da ist eine Kartoffelstaude, also sprich eine Kartoffel. Die ist schon erntebereit. Und wenn wir die jetzt abernten wollen, dann müssen wir einmal auf unseren Erntekorb klicken, einen Linksklick drauf machen und uns in dem Fall ein bisschen bewegen. Und dann haben wir die Kartoffeln geerntet. Die sind jetzt bei mir hier oben im Inventar drin. Die können bei euch natürlich, wenn hier noch was frei ist, hier unten drin landen. Und so könnt ihr dann entsprechend weitergehen. Der hier ist noch nicht erntereif. Der hat noch nicht diese, ja, Blüten, sage ich jetzt mal, da dran. Wenn ihr jetzt da draufklickt, steht dann immer, das ist noch zu jung, um geerntet zu werden. Das ist das Gleiche, wie wenn ihr hier in der Wildnis beispielsweise rumlauft und irgendwelche Blumen oder so ernten wollt oder auch andere Dinge, die dort frei wachsen. Und ja, ein kleiner Tipp, gerade für den Anfang, wenn man die Sachen noch nicht hat. Ihr werdet an eine Quest kommen, wo ihr Spiegelei, glaube ich, machen sollt. Dazu benötigt ihr Zwiebeln.
Die werdet ihr vermutlich vom zeitlichen her noch nicht angebaut haben. Oder vielleicht angebaut, aber noch nicht, dass die erntereif sind. Ihr könnt, bei mir war es zumindest dort, ich weiß nicht, ob es immer so ist, bei mir war hier unten auf der Karte in der Ecke, da war ein Punkt, wo einige Zwiebeln gewachsen sind. Die könnt ihr euch einfach schnappen und dann dementsprechend ja, für eure Quest benutzen. Hier seht ihr wieder, da sind jetzt wieder diese Blüten dran. Einmal links draufklicken und ihr erntet die Kartoffeln. Die ziehen sich dann hier. Dazu übrigens noch ein kleiner Tipp. Wenn die jetzt zum Beispiel so liegen bleiben und ihr habt jetzt total vergessen, dass da noch Kartoffeln waren. Oh Gott, ich muss dringend ins Bett und seid reingelaufen und habt es vergessen. Dann keine Panik, weil die Kartoffeln oder die Sachen hier in der Umgebung bleiben so lange da drin liegen, bis ihr wieder vorbeikommt und dann werden sie einfach wieder von euch angezogen quasi. Das hier zum Beispiel, das können wir uns auch mal kurz anschauen. Dieser bläuliche Strauch ist ein Blaubeerbusch. Die sind in diesem Fall jetzt erntebereit. Das heißt, da werde ich jetzt auch noch mal eben auf den Korb drauf gehen, einmal draufklicken. Und ja, wenn ich denn genug Schöpferkraft hätte, dann würde ich den ernten. Das passiert übrigens, wenn ihr keine Ausdauer, sprich keine Schöpferkraft mehr habt. Ja, dann kommt so eine kleine Sequenz. Ihr werdet komplett zurückgesetzt. Wobei ich mit zurückgesetzt jetzt nicht meine, dass ihr jetzt alles verliert oder so. Das natürlich nicht. Ihr werdet hier auf den, ja, ich sag mal Anfangspunkt gesetzt, wo ihr in die Welt gekommen seid. Ich kann das jetzt mal eben schnell machen, weil ich habe einen Schnellreisepunkt nach Hause. Den erhaltet ihr im Übrigen auch im Laufe des Tutorials, bevor ihr nach Waldheim kommt. Um das Ganze jetzt wieder aufzufüllen, und da solltet ihr halt immer die Werte im Auge behalten, müsst ihr leider wieder schlafen. Dann seid ihr ausgeschlafen und wie ihr seht, hier links das Rote hat sich jetzt auch wieder gefüllt, ebenfalls auch das Gelbe. Und ihr könnt wieder fröhlich sozusagen an die Arbeit gehen. Wie ihr hier seht, wenn wir hier draufklicken, die Büsche wachsen noch. Das kann man daran noch schön erkennen, weil die so ein bisschen trist aussehen, sage ich mal. Und hier ist halt alles so blau. Ja, und was ich euch eigentlich zeigen wollte vorhin, dass ihr einmal draufklickt und dann seht ihr hier schon die Blaubeeren, die jetzt so ein bisschen hier rumschwirren. Die habt ihr dann danach im Inventar. Das gleiche gilt natürlich auch mit allen anderen, was ihr ernten könnt. Ich glaube, ja, die ist schon bereit. Die können wir zum Beispiel auch ernten. Wenn ihr jetzt seht, ich habe das jetzt zum Beispiel freigeschaltet vom Tutorial-Bereich, dass man hier unten nun sehen kann, wo man hinläuft, wie viel Wasser drin ist oder hier links, wie die Beschaffenheit vom Boden ist. Und wenn ihr nun seht, da ist jetzt irgendwo eine Stelle, wo sehr, sehr wenig Wasser ist und es regnet auch gerade aktuell nicht, dann braucht ihr das natürlich nicht zu machen. Ich habe natürlich jetzt keine passende Stelle, doch hier oben wäre jetzt noch eine. Dann könnt ihr auf euren Wassereimer klicken, den ihr in der Hand habt und entsprechend das Ganze einmal bewässern. Das war aber diesmal hier oben die Stelle. So, dann könnt ihr das Ganze bewässern. Und ihr seht dann auch, ihr, die Eimer teilen sich dann auf, einmal in volle Eimer und einmal in leere Eimer. Und wenn ihr nun, ich wechsle die jetzt einmal, mit den leeren Eimern einmal Richtung Wasser geht, wie gesagt, ihr könnt euch dann auch einen Brunnen später noch bauen und einmal einfach nur da drauf klickt, dann füllen sich die Eimer wieder. Die gehen aber nicht automatisch zusammen. Dementsprechend muss man das immer so zusammenschieben und dementsprechend habt ihr dann euren Stapel auch wieder voll. Dann hatte ich ja bereits hier unten die Hake erwähnt. Die bekommt ihr auch im Laufe des Tutorials recht zu Beginn. Da braucht ihr einfach nur ein Feld auszuwählen, einmal mit der linken Maustaste drauf klicken und dann ändert sich der Boden dementsprechend. Wundert euch übrigens nicht, dass die Hintergründe hier ein bisschen anders aussehen. Wenn ihr Steuerung gedrückt haltet, dann seht ihr nämlich das, worauf ich gerade stehe. Das ist Sandboden. Das hier links, wo ich gewesen bin, wo ich die, ja, die ganzen Pflanzen und so weiter, Nutzpflanzen angebaut habe, das Gemüse und so, das ist Lehmboden. Das ist natürlich perfekt für die meisten Sachen, aber ihr müsst immer ein bisschen darauf achten, was für Voraussetzungen herrschen, was ihr jetzt genau benutzen müsst an Boden
oder wo die Pflanzen bzw. Büsche oder Gemüse und so weiter, wo die nicht gut wachsen. Beispielsweise, wenn wir jetzt hier auf unsere Samen gehen, unsere Kartoffelsamen, dann können wir uns einfach irgendwo hinstellen und müsst dann allerdings auch mit dem Cursor da drauf, ne? Wenn ihr seht das schon, wenn das zu weit weg ist, wird es nicht mehr akzeptiert. Es wird immer so ein Feld drumherum, sage ich jetzt mal, akzeptiert hier. Da seht ihr dann auch schon, das ist Sandboden, Nährstoffe im Boden, dann das Wasser, also den Wasser. Anteil im Boden könnt ihr sehen. Die Temperatur der letzten 3 Tage könnt ihr sehen, die Durchschnittstemperatur, die Anforderungen wegen dem Licht in den letzten 3 Tagen könnt ihr da miteinander vergleichen. Wenn wir jetzt bei uns im Inventar sind und einmal mit der rechten Maustaste auf unsere Saatkartoffeln in dem Fall klicken, beziehungsweise die gedrückt halten, dann können wir die ganzen Voraussetzungen sehen, wo die am besten wachsen, beziehungsweise wie. Das heißt, sie brauchen eine Temperatur zwischen 5 und 32 Grad, Licht 65 bis 110. Sie brauchen insgesamt 5 Tage, bis sie dann letztendlich geerntet werden können. Die keimen innerhalb von 12 Tagen. Dann beispielsweise die Kartoffeln sind da recht, ja, schmerzfrei, sage ich mal. Die können sowohl im Sand wie auch im Sandboden, wie auch in Lehm, Roterde oder sogar Schwarzerde angebaut werden. Die wachsen mehr oder weniger überall. Jetzt habe ich euch noch nicht gezeigt, was man eigentlich mit der Sichel machen kann. Grundsätzlich gibt es da eine gewisse Faustregel, und zwar alles, was sogenannte Bodenbedecker sind, also wo man diese Ansicht von oben hat, wie beispielsweise beim Gras, bei Kräutern oder bei Flechten, das Ganze muss mit der Sichel geerntet werden. Andererseits Pflanzen, also wo dann die Ansicht von vorne ist, wie bei den Kartoffeln zum Beispiel, bei Blumen oder bei Farn, das wird, wie ich euch schon gezeigt habe, mit dem Erntekorb geerntet. Und Blumen oder Sträucher beispielsweise, sprich alles, was die Ansicht von vorne auch hat, die werden mit der Leiter geerntet. Wobei da jetzt nicht diese kleineren Sträucher mit gemeint sind, die wir jetzt hier haben mit den Blaubeeren. Das konnten wir jetzt mit dem Erntekorb machen, sondern wirklich so richtig große. Außerdem solltet ihr auch noch wissen, dass so ein Feld hier, also sprich das, was hier jetzt markiert ist von der Größe her, dass man da nicht nur eine Sache drauf hat, die da wachsen kann, sondern dass da gleich mehrere Sachen drauf wachsen können. Und zwar können in so einem kleinen Feld in Anführungszeichen ein Bodenbedecker drin sein, also Gras, Kräuter und so weiter, eine Pflanze, zum Beispiel Kartoffeln, und ein Baum kann auch da drin stehen. Ja, und wenn ihr das Ganze ein wenig beherrscht und beherzigt, dann sollte euch dem tollen Spiel nichts entgegenstehen. Ich weiß, es sind sehr viele Infos gerade zum Thema Pflanzen anbauen, Gemüse anbauen und so weiter. Aber wenn man es einmal verstanden hat und es Klick gemacht hat, dann findet man einfach ein fantastisches Spiel. Ja, und zum Schluss möchte ich euch nochmal eine kurze Übersicht geben, damit ihr nicht komplett verzweifelt, welche Werkzeuge und so weiter ihr wo bekommt. Und zwar startet das Tutorial damit, dass wir von Kian erstmal den Auftrag bekommen, dass wir eine Spitzhacke finden sollen. Da findet man dann auch eine Lupe. Das Ganze geht dann so weit, dass wir dann auch einen Auftrag von Wilfried haben. Ihm sollen wir dann Erz bringen. Daraufhin gibt er uns einen Folgeauftrag sozusagen, dass wir Bäume hacken sollen und die Axt werden wir dann danach behalten können. Also die Spitzhacke und die Lupe können wir natürlich auch behalten. Außerdem gibt es dann auch automatisch die Tasche dazu, um das Inventar dementsprechend zu erweitern. Danach haben wir dann eine Quest mit Kian, der uns einen Schlüssel gibt. Wenn wir dieses Haus dann aufschließen, finden wir darin eine Sichel, eine Hacke, eine Leiter, einen Erntekorb und einen Eimer, also quasi alles, um unsere Felder zu bestellen.
Danach werden wir dann mit Wilfried für Wilfried eine Werkbank und eine Kiste bauen. Kleiner Tipp von mir, setz die nirgendwo hin, weil wir müssen die Sachen nämlich dabei haben. Erst die Sachen zeigen und dann dementsprechend, dürft ihr dann die Werkbank und die Kiste und auch alles andere, was man irgendwie so bauen muss, dürft ihr dann aufstellen. Nachdem ihr das alles gemacht habt, bekommt ihr dann noch eine Quest bei Kian, wo ihr dann am Ende zwei Hühner von ihm mitnehmen dürft. Das heißt, ihr werdet dann erstmal eure eigene Farm so weit aufbauen, dass ihr einen Zaun aufstellt, dass ihr dann da drin die Hühner reinsetzen könnt, dass die nicht abhauen. Und ihr lernt auch, wie man die Hühner zähmen kann, beziehungsweise wie man sie füttern kann und so weiter. Daraufhin werdet ihr dann auch bei Kian den Lichtzauber erlernen. Außerdem, wenn ihr das soweit bewerkstelligt habt, werdet ihr dann einmal zu Wilfried geschickt. Der bringt euch den Umgang mit dem Säbel bei. Den könnt ihr dann auch direkt einmal behalten. Danach gibt es dann noch eine Quest bei Kian, der euch ein Rezept gibt für etwas, was ihr kochen sollt. Dementsprechend lernt ihr dann quasi auch noch mal das Kochen. Und ja, den Rest brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu erklären, weil das sind so die grundlegenden Dinge, die ihr im Laufe des Spiels erhaltet und die ihr dann auch entsprechend nutzen müsst. Und alles andere, das solltet ihr dann soweit, ja, selber bewerkstelligen können. Es wird dann noch im Folgenden einen weiteren Guide von mir geben, wo ich dann noch mal alles, was quasi so ab Waldheim passiert, noch mal ein bisschen zusammenfassen werde. Aber wie gesagt, dieser Guide hier, der ist jetzt erstmal eine Anleitung für alle, die das Spiel sich holen möchten, aber nicht genau wissen, ob es was für sie ist. Und was man alles drin machen kann am Anfang für alle, die sich das Spiel gerade geholt haben und überhaupt nicht damit zurechtkommen vielleicht. Obwohl ich sagen muss, dass sich, wie gesagt, sehr, sehr viel getan hat und man mittlerweile auch sehr viel mehr versteht und ja auch sehr viel mehr erklärt bekommt und so weiter. Für mich war es das auf jeden Fall erstmal für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt und wie gesagt, einen weiterführenden Guide wird es dann auch demnächst nochmal hier auf dem Channel geben. Bis zum nächsten Video. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!